zum Thema sorbische Sprache, sorbische Geschichte, sorbische Autoren. Da fallen einem sicherlich Juri Brezan ein, Kito Lorenz, Benedikt Dierlich. Handri Zeler hingegen kennen wohl vorzugsweise die sorbischen Muttersprachler. Dabei gilt Zeler als der Vater der sorbischen Literatur, einer der wichtigsten Protagonisten der sorbischen Nationalbewegung im 19. Jahrhundert, verstorben heute vor 150 Jahren am 14. Oktober 1872. Hartmut Schade erinnert im Stichtag. Lausitz, schönes Land, wahrer Freundschaft Pfand, meiner Väter Glücksgefild, meiner Träume holdes Bild, heilig sind mir deine Fluren. 1827 schreibt der Theologiestudent Handri Zeler das Gedicht Auf die sorbische Lausitz. Zwei Jahrzehnte später vertont es Korla Afgus Kozor. Das Lied wird rasch populär und gilt heute als sorbische Hymne. Was nicht allein an der Qualität der Zelerschen Verse liegt, sondern auch an den politischen Zeitläuften. Das 19. ist das Jahrhundert der Nationalbewegung. Die slawischen Nachbarn der Sorben, Polen, Tschechen und Slowaken, entdecken ihre nationalen Traditionen in Literatur, Sprache und Musik. Die Deutschen ebenfalls, doch allen voran die Preußen, verknüpfen sie dies mit einem Kampf gegen alles Fremde, wozu auch das Sorbische gehört. Seit dem Wiener Kongress ist die Lausitz zudem zweigeteilt. Die Niederlausitz gehört zu Preußen, die Oberlausitz weiterhin zu Sachsen. In diesem Umfeld wächst der 1804 geborene Handri Zeler auf. Schwert, Lanze, Pfeile und Schild sind nicht mehr in sorbischer Hand. Die Quellen der Dichterlieder sind auf den sorbischen Fluren versiegt. Ein deutscher Schiffer herrscht am sorbischen Ruder. Das alles bedrückt den Geist, stößt ins Herz mit dreischneidigem Schwert. Zeler gründet während seines Theologiestudiums in Leipzig eine handgeschriebene sorbische Zeitung, die seinen Weggang 1829 nur um wenige Jahre überlebt. Mehr Erfolg hat er mit seinem zweiten Zeitungsprojekt. Die Tütschenska Novita, wöchentlichen Nachrichten, bestehen unter wechselnden Namen bis zu ihrem Verbot 1937. Eigentlich will sich Handri Zeler der damals angesagtesten Wissenschaft, der Philologie, widmen. Doch dafür fehlt es ihm an Geld. Als Hilfsprediger und seit 1835 als Pfarrer in Losa verdient er sich sein Brot. Von den Sprachen lässt er aber nicht. Die erste sorbische Grammatik stammt aus seiner Feder. Er sammelt die einheimischen Sagen und Märchen. Sie liefern ihm den Stoff für seine Fabeln, in denen er offen die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse kritisiert. Wir herrschen hier an Gottes Statt, der Herrn und Knecht erschaffen hat, aufs Recht sich unsere Herrschaft stützet und Recht ist, was uns Herren nützet. Zeler belässt es nicht bei literarischer Kritik. Im Revolutionsjahr 1848 gründet er Bauernvereine, die demokratische und sorbisch-nationale Forderungen aufstellen. So verlangen sie: Die Erlösung der slawischen Bewohner Deutschlands aus dem Geistigen durch die Verkümmerung ihrer nationalen Sprache in Kirche, Schule und vor Gericht entstandenen Elende. Der Theologe, Philologe und Schriftsteller Handri Zeler ist einer der Väter des sorbischen Nationalbewusstseins. Zum immer noch populären Dichter wird er durch seine Verse. Vielfach vertont werden sie bis heute gesungen.